und unsere Smartphones. Unser halbes Leben ist auf dem Smartphone und das andere halbe Leben wird vom Smartphone bestimmt. Sie machen uns zum Beispiel auch unglaublich aggressiv. Ich bin die Ruhe in Person. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr nicht mindestens eines davon kennt und euer Handy so richtig gegen die Wand klatschen möchtet. Erstens, endlich Urlaub, endlich Ferien, endlich ausschlafen, endlich kein Wecker mehr, der einen aus dem wohlverdienten Tiefschlaf reißt. Denkste, du hast natürlich vollkommen vergessen, den auszuschalten und Montagmorgen an deinem ersten Ferientag klingelt der dich um 5.45 Uhr aus dem Bett. Und da ist natürlich nicht nur ein Wecker, sondern gleich drei. Zweitens, du sitzt im Zug, du musst eine mega wichtige E-Mail schreiben, eine Geschäfts-E-Mail, wo du nicht einfach so durch die App rein kannst. Du hast sie eigentlich nicht abgespeichert, weil du ja gerade senden wolltest und dann fährt ihr durch den Tunnel und ihr habt keinen Empfang mehr. Und dann ist das E-Mail weg und sie wurde aber auch nicht gesendet. Und... Ah! Drittens, der Klassiker, WhatsApp. Ich schreibe eine Nachricht, sendet sie ab, seht ihr, der andere online kommt. Sieht man ja immer noch. Er sollte eigentlich die Nachricht gelesen haben und zurückschreiben und nein, er geht offline und ihr hört den ganzen Tag gar nichts mehr. Schreib zurück, bleib zurück. Viertens, ihr lauft durch die Straße und steht plötzlich vor einem mega bekannten Menschen, mit dem ihr natürlich unbedingt ein Foto machen müsst, damit ihr der ganzen Welt beweisen könnt, dass ihr den Menschen getroffen habt und ihr geht dann natürlich auf Instagram, wo denn sonst, macht ein Foto, smilet in die Kamera, kommt auf den falschen Knopf. Und dann ist das Foto weg und der Promi auch. Fünftens. Ihr habt natürlich daraus gelernt, dass ihr keine Fotos mehr direkt mit Instagram macht, sondern zuerst ein normales Foto und das dann bei Instagram reinholt. Und natürlich macht ihr so ein Foto. Und noch eins, noch eins, noch eins. Und es ist immer noch nicht gut und dann habt ihr keinen Speicherplatz mehr. Und dann müsst ihr es löschen. Und es dauert. Und das Teil will immer noch nicht. Und ihr löscht und löscht und löscht und löscht. Immer noch nicht und immer noch nicht und... Sechstens. Ihr seid gerade in einem Spiel, ihr seid dabei zu gewinnen, euer Rekord zu brechen und dann... Touchscreen, nicht mehr! Siebtens. Ihr geht aus dem Haus, ihr habt noch wunderbare 74% Akku, geht ein bisschen auf Twitter, ein bisschen auf Facebook, lest ein paar E-Mails, ein bisschen Nachrichten schreiben auf WhatsApp, Instagram-Fotos checken, so ne, Selfie machen und zwei Stunden später habt ihr irgendwie nur noch 24% Akku. Denkt ihr so, okay, ich sollte noch meine Mama anrufen oder sonst wen, Freundin, whatever. Ruft an und dann schaltet das Handy einfach aus, obwohl ihr noch 24% Akku habt. Oder natürlich der Klassiker, ihr seid unterwegs, ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Ihr müsstet eigentlich auf die Karte nachgucken. Ihr seid und... Ah! Keine Ahnung, warum geht dieser verfickte Akku so schnell runter? Ich bin die Ruhe in Person. Achtens, ihr habt euch Flappy Bird runtergeladen. Ich gratuliere all denen, deren Handy noch nicht mindestens einmal in der Ecke gelandet ist. Yay! Schreibt mir in die Kommentare, wer von euch das Handy schon mindestens einmal in die Ecke geschmissen hat und wer von euch das Handy so schon mal kaputt gemacht hat. Und dann würde ich sagen, ihr könnt euch hier auf der linken Seite, von mir aus gesehen rechts, noch zwei Videos anschauen. Hier oben kommt ihr zum letzten Video über Sexting und dessen Tücken und unten könnt ihr noch angucken, warum Komplimente so cool sind. Ei! Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis in einer Woche. Ciao! Life so unpredictable, take control of what you're worth. Wasting time's forgivable, but nobody wants to grow. It's time for the original to come and break them all.